Das sieht nicht so gut aus mit den Stacheln. Ah, okay. Und warum war da eigentlich gerade links? Also jetzt zwei von diesen komischen Blöcken weiter links. Da ist ein Gegner einfach gestorben. Wir haben am Betreten des Raumes haben wir eine HP-Anzeige bekommen. Also HP plus 6 oder 10, was auch immer. Aber wie ist der Gegner drin gestorben? Der ist ja geschützt. Und der kriegt ja gar keinen Schaden. Komisch. Außer es war ein Eisenkugelding. Oh ja, egal. Die zwei großen Jungs. Ich glaube, da habe ich mich gar nicht so schlecht angestellt. Aber gucken wir mal. Also, Taktik mit dem Feuer ausweichen ist gut. Er benutzt die Deckung. Eis ausweichen habe ich noch nicht drauf. Nee. Komm, weg da, weg da, weg da, weg da. Leider nicht genug Mana für den Axteinsatz. Und wieder Eis. Ah ja, das Beste, was man bei Eis eigentlich machen kann, ist möglichst weit weglaufen. Damit die Eissplitter an sich sich besser aufteilen. Und man dann weiß, wo man hinlaufen muss. Sonst ist man einfach zu groß und wird entweder von dem oberen oder von dem unteren getroffen. So, jetzt stirb, stirb, stirb. In jeden Stachel rein. So, Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Und es gibt Retribution Sword. Sehr gut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stelle ich eine neue mögliche Klassenkombination auf. Also nicht Klassenkombination, sondern Bild oder wie auch immer man das nennen will. Und zwar spielen wir einen Barbar mit ganz vielen Lebenspunkten, der dann alle Retribution-Ausrüstung anzieht und alle Retribution-Runen und sie dann einfach von allem verprügeln lässt. Und wenn er dann irgendwann Lebenspunkte braucht, warte mal, er bekommt sogar Lebenspunkte. Weil sobald ihn jemand haut, kriegt derjenige Schaden. Und zwar richtig, richtig viel Schaden. Eventuell stirbt er dadurch. Aber dann kriegt er keine Lebenspunkte, weil er ja Retribution-Runen drin hat. Okay, schade. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Dann wäre er quasi unsterblich. Er muss nur oft genug gehauen werden. Und gleich ist das Leben ja auch vorbei. Ja? Jo, jetzt. Einfach so in den Rücken geschossen von einer Guardbox XL. Aber mehr Leben beendet als das vorherige Leben. So, was haben wir da? Ein Archmage. Ein Barbarian King. Der boost. Und ein Spellsword ohne Fußpuls. Ich glaube, dann mache ich einen Select. Select. Genau. Ein Barbarenkönig ohne alles. Was schon mal gut ist. Paladin, der übertreibt und nicht 3D sehen kann, was besser ist. Und ein Spellsword. Was, ne? Wisst schon. Ungeskillt, nicht so wirklich toll ist. So, 10.000 Gold. Willst du nicht erstmal kurz zum Schmied gucken? Nö, wozu auch? Einfach Gold ausgeben. Okay. Dann mach doch. Hör halt nicht auf mich. Spiel einfach vor dich hin. So. Und 870 Gold weg. Hm, stimmt. Die Charon-Geschichte könnte ich mir auch wieder kaufen. Obwohl das... Ich weiß ja nicht. Also ja, es bringt immer ein bisschen Gold und so, aber... Rentiert sich das wirklich so schnell? Oh, zwei Schläge für ein Dumas. Das ist gut. Ja, Angriffskraft kaufen war eine gute Idee. Och, du musst jetzt nicht alle Kleinigkeiten da weghauen. Das sind nur 20 Münzen. Das sollte ich mir, glaube ich, echt abgewöhnen. Nicht immer alles kaputt machen zu müssen. Also wenn es auf dem Weg ist, klar. Aber sonst, ne? Eine Truhe aufsammeln sind 2000 Gold. Da müsste ich 100 Fässer zerstören, um eine Truhe zusammenzubekommen. Ich glaube, 100 Fässer zerstören dauert dezent länger. Vor allem auch erstmal zu dem Fass hinlaufen. Gut ausgerechnet. Zu dem Fass hinlaufen und dann das kaputt hauen und dann nehmen wir uns eins. Nee. Aber das ist so Halbreflex. Man sieht irgendwas, was man kaputt hauen kann. Das haut man dann kaputt, wenn das gut nicht treffen lassen. Genau. Ja, ich glaube, das werde ich mir nicht abgewöhnen können. Wenn ich das gerade so betrachte, dass man einfach zu viel Spaß. Das könnten ja auch Hühnchen drin sein, was das Ganze dann gleich wieder unabdingbar macht. Jo. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Das sieht komisch aus. Also auf dem Porträt von dem Ding. Jukebox ignoriert, weil die Jukebox eh sinnlos ist, weil es nur für einen einzigen Raum ist. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, aber sie sollten es trotzdem mal machen. Und zwar das so einstellt, wenn man an Jukebox Musik ändert, dass das ganze Musikstück einmal durchläuft, egal in welchem Raum man ist.
Warum hältst du jetzt an? Also du sagst gerade irgendwas Weltbewegendes, okay. Töten. Töten. Nicht getötet werden. Da ist ein Auge. Da ist ein Auge. Schnell hoch da. Mit die Kiste einsammeln. Erst töten. Ach, Gierlappen. Und die Kronleute mitnehmen. Klar. Du musst das Ding töten. Step. So. Das nicht anfixen lassen. Sehr schön. Gut so. Aber das Ganze fährt bisher für 5400 Gold. Also nicht viel. Also ja, Fälle ist da schon gleich wesentlich interessanter. Aber der Raum ist garstig. Mit den Schleimen, die überall den Weg blockieren, wenn sie sich aufspalten. Und drei Augen, einem roten Killer-Puschelwuschel, noch einem Schleim. Ey, ich habe gerade zum ersten Mal, nein, zu einem der wenigen Male effektiv geblockt mit dem Schild. Sehr schön. Ja, und da haben wir jetzt alles Mana verballert, um Stacheln rauszuhauen. Wir kriegen trotzdem noch Tiere durch die Fresse. Genau. Zack, zack. Unter anderem auch wegen dem unverwundbaren Spaltschleim. Habe ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, aber erwähne ich immer wieder gerne. Wenn man die Schleime haut und sie sich aufspalten, ist der abgespaltete Schleim... War es gerade ein Royal Cape? Oh, sehr schön. War der abgespaltene Schleim dann kurzfristig unverwundbar. Also nicht treffbar, das ist gemein. Aber ja, das Royal Cape, das werden wir uns auf jeden Fall demnächst holen. Denn das ist einfach nur praktisch. Das macht nämlich plus 3 Fliegen. Dafür müsste man normalerweise 3 Runen verwenden. Und stattdessen können wir jetzt 3 Runen mit irgendwas anderem Sinnvollen füllen. Der einzige Haken ist, wenn man jetzt von Doppelsprung oder Dreifachsprung auf Fliegen umstellt, dann passiert Chaos. Aber ich denke, das werden wir so in einer Folge ungefähr sehen, also 15 Minuten rum. Da mache ich das nämlich und das ist totaler Murks. Muss ich jetzt gucken. Also wenn die 3 Folgen rum sind, wo ich jetzt nachkommentieren muss, ob ich dann das Flugdingens behalte und versuche mich daran zu gewöhnen oder doch wieder auf was anderes umsteige. Aber ich denke, ich muss mich daran gewöhnen, denn gerade für den Bosskampf und allgemein für Bosskämpfe ist Fliegen einfach nur irre, irre praktisch. Und auch das, was ich gerade vorher meinte, mit denen man spart halt 3 Runenslots. Da kann man was anderes Sinnvolles reintun. Da führt also nichts dran vorbei. Ich muss einfach nur mehr... Das fand ich so toll. Ich muss einfach mehr Übung damit haben. Das heißt, die nächsten 1-2 Leben, nachdem ich aufgehört habe zu kommentieren, werden auch noch sehr praktisch werden. Aber was soll's. Solange wir mit jedem Leben zumindest 15.000 Gold machen, ist alles gut. Können wir uns 1-2 Upgrades holen, damit das nächste Leben wieder nicht einfacher. Und genau so war es ja auch gedacht. Deswegen haben wir auch ganz neu angefangen. Letztes Mal haben wir den New Game Plus Mode nämlich viel zu schnell durchgerusht. Wir sind sofort auf die Bosse los, weil die schön einfach waren und Gold brachten. Dann waren alle 4 Bosse tot. Und dann, ach komm, gucken wir doch mal, wie stark der Endboss ist. Dann war der Endboss irgendwann tot und dann, ups, wir sind jetzt hier im New Game Plus Plus. Das kam ja ganz unerwartet. Also ja, ich wusste nicht wirklich, dass es ihn gibt. Ja, man hat sich's echt denken können. Und dann war eh alles vorbei. Aber ja, wie schaut's mit diesem Leben gerade aus? Ich schwafel so viel und gucke gar nicht mehr so viel auf den Monitor, was da passiert. 12.000 Gold, das ist gut. 50% Lebenspunkte ist auch okay. Ja, doch, das ist ein produktives Leben, würde ich sagen. Was haben wir da? Ein Royal Helm. Royal Helm war schlechter als Drachenhelm, oder? Das war sehr knapp. Oh, Boris. Genau. Da stelle ich mich jetzt nicht ganz so toll an. Weil ich habe vergessen, dass er 3-mal dasht, statt 2-mal. Und da wir jetzt nur 1-mal Extrasprung haben, also Doppelsprung, nicht Dreifachsprung, können wir nicht so gut ausweichen. Ja, das war okay. Aber allgemein denke ich, bei ihm wäre die beste Taktik, man versucht ihn zu treffen. Sobald er anfängt, irgendeine seiner beiden Spezialattacken zu machen, bleibt man einfach stehen. Lässt sich von ihm treffen und haut ihn dann zu Klump. Anstatt jetzt zigmal versuchen auszuweichen und dabei dann mehrfach getroffen zu werden, ist es sinnlos. Dark Sword. Da habe ich erstmal innegehalten.
hat mich gefragt, was zur Hölle ist das Dark Sword? Und das Dark Sword ist irre geil. Werden wir bald sehen. Das ist... Aber ja, warten wir ganz kurz, bis das Leben hier vorbei ist. Und dann seht ihr ja selber, was das alles für schöne Fähigkeiten hat. Und dann kann ich noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Also, geht sterben. Möglichst schnell. Dankeschön. Das war nicht geplant, aber... Ja, es ist trotzdem praktisch. Dann kann ich euch jetzt schnell das Schwert zeigen. Und hey, ihr habt mehr als eine Reihe Gegner gekillt. Ist in Ordnung. Aber ja, Dark Sword. Komm, wähl irgendwas aus. Ist egal. Space Sword, nein. Paladin, der riesengroß ist. Na komm, nimm Leonie. Die ist toll. Ja, Assassin ist Grütze. Komm. Ja. 12.000 Gold, sofort zum Schmied. Und ganz unten rechts das Dark Sword. Genau. Mehr Schaden, Vampirismus plus 1, Siphon plus 1 und Dash plus 1. Hammer. Problem ist aber, es kostet 25 mehr Gewicht. Und das müssen wir erstmal freischalten. Und das Ding selber kostet auch 6.000 Gold. Ja. Also wird er jetzt dreimal das holen. Ne, es wird sich nur zweimal holen. Dann wird er merken, oh, das reicht gar nicht fürs Schwert. Und wird jetzt seine Rüstung umändern dementsprechend. 5 Gewicht fehlen. Und jetzt geht der Gerogon aus der Vergangenheit auf die Suche. Können wir den Helm ändern. Verliert dabei 20 Lebenspunkte und 20 Mana. Und der ist pink. Was er nicht will. Oder... Ja, die Royal Limbs sind toll, aber die sind nur für den Magier toll. Wir wollen Rüstung. Genau. Geh weg da. Geh zum Umhang. Umhang. Richtig. Da haben wir das Royal Cape, was Flug macht. Was noch für sehr viel Chaos sorgen wird. Oder wir wechseln auf das Ding da, das Gewicht in Haut. Und das ist die beste Wahl. Also ja, weniger Lebenspunkte, dafür mehr Blutdurst. Und wir können das Dark Sword tragen. Tada! Komplett schwarz. Ist halt ein Dark Sword. So, jetzt gucken wir mal, was das alles genau macht. Und es macht genau das, was in der Anleitung steht. Ich war kurz verwirrt, weil er stand bei Vampire 10 HP pro Kill. Und wir hatten ja nur 3 Runen drin. Was ja eigentlich nur 6 HP machen dürfte. Und das Schwert macht angeblich nur 1. Deswegen war ich kurz vor sich verwirrt. Aber dann fiel mir ein, wir haben hier das Blutcape. Und deswegen kommen wir so auf 5-mal Lebensentzug. Jedes Lebensentzug macht 2 HP pro Kill, also 10 HP pro Kill. Passt so weiter noch. Was ich jetzt nicht ganz weiß, ist, was das NG Plus Bonus ist. Bounty Increase by 50. Ja. Wie gesagt, weiß ich nicht. Bounty normal haben wir ja plus 100%. Das haben wir dadurch, dass wir die Burg auf Stufe 5 gebracht haben mit dem Gold sammeln. Aber dieses Bounty NG Plus, kein Plan. Müssen wir gucken. Oh ja, auf da rumzugucken, wir wollen das Schwert ausprobieren. Ja, du hast Springen und Doppeldash. Sehr schön. Was wir leider nicht haben, ist genug Geld über, um den Flugumhang zu holen. Das ist jetzt so der nächste Plan. Das heißt, wir gehen mit dem Schwert hier einmal durch, machen ein bisschen Gold, versuchen genug Gold zu machen für ein, zwei Gewichtskapazitätserhöhungsdinger. Das Schwert ist echt geil. Für Gewichtskapazitätserhöhung, damit wir dann den Flugumhang holen können. Und dann mit dem Flugumhang werden wir erstmal eine Weile üben müssen. Aber jetzt schnitzeln wir erstmal alles kaputt mit unserem tollen neuen Schwert. Und wir sind groß, also haben wir noch eine bessere Reichweite. Ja. Sogar eine größere Reichweite als der da. Zing. Zing. Komm, weiter, rechts. Ja, Stachelraum. Ich muss den Stachelraum nur sehen, schon werde ich... Ja. Weil ich da einfach zu viele Fehler mache. So, Auge. Bring Auge um. Bring Auge um. Oder töte einfach alles andere und dann das Auge. Genau. Ah, du was? Nein. Ah, ist aber irgendwo du was. Ganz bestimmt. Genau, zuckelt schon. Oh, das Schwert ist so geil. Also ja, allgemein ist es schön, dass man mit 2 Schlägen jetzt schon du was umbringen kann. Oder man läuft einfach voll in sie rein und kriegt Schaden. Und nochmal. Ja, Barbaren halt, ne? Bisschen langsam beim Lernen. Da oben sind noch 2 Feuerspucker.
Ja, wieder rein da. Ja. Jo. Nochmal. Bring einfach irgendwas um, dann ist es weniger Projektile. Oder benutzt deinen verdammten Schrei. Na gut. 2800 Gold ist doch albern. Muss mehr werden. Viel mehr. Oh, oh, tun wir es schon wieder.